Ist da irgendwas im Busch? Ist da was im Busch? Keine Klopperei, sag ich euch. Ja, na super. War ja wieder klar. So, und wo sind die jetzt alle? Da liegen sie im Dingens. Ich sehe es noch kommen. Irgendwann ist da... Du da. Rioting. Und ihr da. Mann, was soll ich denn mit denen? Zack. Zack. So, jetzt reicht's mir nämlich. Nein. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ist ja in Ordnung. Kein Geld. Ich bin so ein bisschen verloren. Die kloppen sich immer noch. Der kloppt unseren Hausmeister. Das da gibt's ja wohl nicht. Du dreckiger Schweinehund. Muss ich jetzt echt mal sagen. Lockdown. Unsere beiden Guards sind bewusstlos. Na, zum Glück gibt's gleich Geld. Das warten wir noch ab. Das Geld, und dann besorgen wir uns erstmal nochmal ein paar neue Guards. Dass wir diesem fiesen Kerl da ein wenig Einhalt gebieten können. So, ja, zack. Gut, okay, dann hat sich das schon erledigt. So. 1600. Warum 1600? Was geht denn da alles noch ab? Repair. Reparaturkosten. Ja, ja, aber... Naja, wir kaufen uns erstmal noch... Beziehungsweise wir stellen einfach mal noch... zwei Guards ein. Ich glaube, so langsam müssen wir echt da so ein bisschen sparen. Scared. Der ist hungrig. Kreese. Achso, der heißt Kreese. Ich dachte, was zur Hölle ist das? Nee, das wollte ich nicht. Da liegen schon wieder Schlüssel rum. Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Diese armen Köche, also da bist du doch auch voll am Arsch, muss ich jetzt echt mal sagen. Dann bist du echt voll am Arsch, wenn du da so ein Gefängnis da bekochen musst. Und kriegst da erstmal ordentlich einer auf die Mappe. Also. Muss ich jetzt einfach mal so zugeben. Muss ich so, ja. Muss ich sagen. Naja. Sieht nicht unbedingt so prickelnd aus, aber wir stehen mal nicht so schlecht da wie beim letzten Mal. Also ich meine so insgesamt beim allerersten Gefängnis. Wo das dann wirklich so ganz übel war.
Ja, repariert mal schön. Und das, Manslaughter. War ja klar. Ist auch wieder so ein Hund. Boah, das ist mir egal. Ach komm. Na gut, wir lösen es einfach wieder auf. Beziehungsweise wir heben die Wegschließung auf. Und dann können die auch mal gucken, was sie machen wollen. Und warum zur Hölle ist da keine Tür? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können wir uns das nicht mal leisten? Wo ist denn das ganze Geld hin? Wir hatten doch eben noch. Verdammte Axt, wo ist das Geld hin? Wo zur Hölle ist das Geld hin? Wer zieht uns hier heimlich über den Tisch? Oh Mann. Starf. Hey, Workers will ich nicht da. Das ist doch blöd. Also das mit dem Menü ist ein bisschen blöd gemacht da. Nein, weg. So. Naja. Naja, naja, naja. Was soll man sagen? Unser Chaosgefängnis. Ich glaube, es wird sich auch in naher Zukunft nicht unbedingt viel ändern. Wir versuchen es natürlich zum Besseren, da ein bisschen das Gefängnis unter Kontrolle zu bekommen. Aber ja, mit so ganz fiesen Leuten da, nee, nicht der, das ist ja ein ganz, ganz ruhiger eigentlich da. Der hat nur Leute beschimpft. Aber ja. Kidnapper und da Aufständige und wow, was ist denn mit dir los? Wo ist denn jetzt ein Guard, bitte? Guard. Guard, du. Genau. Hol den mal da raus. Der beleidigt den nämlich. Und das ist auch ein Manslaughterer. Ja, das ist ein ganz fieser. So, zack. Hat er gleich mal eine auf die Mütze bekommen. Und wenn wir jetzt Geld hätten, hätte ich vielleicht versucht, da auch noch irgendwie so einen Metalldetektor reinzubauen. Aber das lassen wir einfach mal. Das soll der zukünftige Hafgandil machen. Das interessiert mich jetzt im Moment nicht. Das kann der für sich beanspruchen. Ja, die Uhr sagt auch schon, dass es langsam spät wird. Da oben gibt es wieder Geprügel. Ich glaube, es wird keine Aufnahme geben. Was ist das zur Hölle? Was zur Hölle ist das? Ist das ein... Geh mal weg jetzt da. Was ist denn das? Was ist denn? Ich will wissen, was das ist. Dass sie... Das hat jemand auf... Oh, ich ahne Schreckliches. Na gut, ohne Klopperei ist es inzwischen wohl keine richtige Aufnahme mehr. Ich würde sagen, ja, wir schlagen uns bis dahin trotzdem ganz gut. Auch wenn es da hin und wieder mal so ein bisschen Prügelei gibt. Nur so ein bisschen, so ein glitzekleines bisschen. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem wieder gefallen. Ich versuche vielleicht da jetzt auch mal ein bisschen regelmäßiger wieder aufzunehmen. Und euch mit Prison Architect zu beglücken. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, hier auf RaccoonCast. Mein Name ist Hafgandil und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.